Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, diesmal kein Angezockt, diesmal ein Fazit. Wir haben ja Spider-Man durchgesuchtet. Wir haben Platin gemacht. Ja, die PlayStation ist ein bisschen langsam geworden. Wir brauchen die Pro. Oder irgendwas muss mit dem Menü passieren, Sony, damit das hier schneller wird. So, wir haben Platin gemacht im Stream. Alle Stadtgebiete abgeschlossen. Wir haben diesmal auch mehr Stadtgebiete gehabt. Es ist ein grandioses Game. Es macht wirklich Spaß. Die Steuerung ist leicht und fluffig und geht gut von der Hand. Man kann das Schwingen ist nochmal erleichtert. Jetzt haben wir Netzflügel, zeige ich euch auch noch. Ich muss sagen, ich bin eher mehr mit Netzflügeln jetzt geflogen. Ich dachte am Anfang auch, oh, cooler Gimmick, kann man mal machen. Und dann zum Schluss bin ich nur noch fast nur noch mit Netzflügeln geflogen. So geil. Das macht so Spaß. Wir haben in Tunnel hier, also so Lufttunnel, zeige ich euch auch noch. Wo ihr dann halt fast die ganze Insel einfach ohne dass ihr den Boden betreten könnt, erreichen könnt. Ihr müsst dann nur ein bisschen wechseln. Macht megamäßig Spaß. Ich will eigentlich zur Story wenig spoilern, für die, die es noch nicht haben oder halt beim Let's Play bei mir noch nicht fertig sind mit gucken. Aber die Story ist wirklich, wirklich, wirklich geil gemacht. Es sind ein paar Momente mit bei, wo selbst mir so ein paar Tränchen rausgedrückt kamen. Wirklich heftig. Wirklich, wirklich heftig. Ich will halt nicht so viel spoilern. Das Einzige, was mich angekotzt hat, wo ich Spider-Man gestartet habe, kann ich auch so sagen, ist, dass ich sie gestartet habe. Weil da wusste ich dann, Mist, jetzt hast du dir gestartet. Dann bist du auch bald durch. Weil der Anfang war brachial geil, du bist richtig geil reingekommen ins Spiel. Und ja, da ist halt nur im Hinterkopf gewesen: Mist, wenn du durch bist, ist nichts mehr. Aber ich hoffe auf DLCs. Ich habe gehofft, ich hoffe, dass halt jetzt ein DLC mit vielleicht Ghost Spider kommt, Venom, oh ja, ein Spin-off mit Venom. Und am Ende vom Spiel, da sieht man noch jemand. Nur von hinten, wenn die dit ist, könnte da vielleicht ohne mal ein Spin-off kommen. Ich bin mal sehr gespannt und ich hoffe, dass sie einige Sachen hier mit Venom eingebaut haben, um zu gucken, wie gut Venom ankommt. Dass da noch was kommt. Das ist meine Hoffnung. Wie mit beim ersten Teil mit Miles Morales. Ja? Das ist, aber wie gesagt, ich weiß von nichts. Das ist nur meine persönliche Hoffnung. Insomniac Games hat hier wirklich ein geiles Spiel abgeliefert. Ich freue mich auf Teil 3, ich freue mich auf einen Spin-off, ich freue mich, von mir aus könnt ihr zwei Spin-offs machen, mir scheißegal. Ich freue mich auf DLCs. Und wenn die weiter so geil abliefern, dann kann das nur positiv für Wolverine werden. Das Einzige, was mir nicht gefällt, oder zwei Sachen gefallen mir im Spiel nicht so gut. Das eine ist das Overlay, da gucken wir uns gleich an. Und die verschiedenen Missionen, die wir haben. Wir haben hier Jäger, das ist jetzt ein bisschen Spoilern. Ihr seht jetzt hier unten, was da alles frei ist. Bei den anderen werde ich es euch nicht zeigen. Spinnenroboter, Symbionten, EMS und manche Sachen musst du mit Spider-Man machen, manche musst du mit Peter, also mit Spider-Man Peter, manche musst du mit Spider-Man Miles Morales machen. Ja. Die wechseln sich automatisch ab. Ihr könnt in der App auch hin und her wechseln. Werde ich euch auch mal zeigen. In der App auf dem Touchpad einfach rüberwischen und dann einfach hier gedrückt halten. Dann könnt ihr da zu Miles wechseln. Geht auch ziemlich schnell. Zack. Peter verschwindet. Wenn jetzt eine Aufgabe ist, die für Miles ist und ihr seid gerade mit Peter wechselt und ihr kommt da an, dann wird automatisch gewechselt. So, das ist jetzt Miles. Und wenn wir jetzt wieder rüberwischen und ihr drückt halten, kommen wir zu Peter. Zack. Auch der Übergang, den Auf geht's. finde ich sehr schön gemacht, das ist richtig geil. Aber halt die verschiedenen Missionen sind einfach zu viele. Auf der ganzen Fläche, da, überall zu viel. Da hätte ich, also
Ja, hier jetzt und einige Sachen, die hier sind, sind halt hier jetzt auch. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das großflächiger verteilt. Also das praktisch Symbionten hier unten und oben vielleicht und eine Mitte. Ja, oder halt nur in eben oder nur halt hier in zwei, drei Stadtgebiete und dafür in dem anderen Stadtgebiet wieder mehr. Also weniger, also die Anzahl ja, aber halt weniger das gleiche, mehr andere Sachen. Ein Banküberfall oder was weiß ich, das hätte ich mir gewünscht. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Dann, wie ihr seht, das ist Overlay, das ist mir zu quietschig bunt. Das sieht ein bisschen so wie Cyberpunk aus, auch wenn hier unten, wenn wir jetzt hier so mal ein bisschen rumschwingen. Ja. Ja, jetzt sieht man das nicht, aber ich mache mal Netzflügel. Das sind die Netzflügel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwo einen Tunnel finden. Ah, da ist ein Tunnel. Ihr habt auch so Luftbläse auf den Dächern. Ah, und zack hier, bitte. Und wenn ihr dann halt so scannt, ich habe jetzt hier nichts mehr zu sehen. Die Sachen auf der Landkarte, oh hier, was haben wir denn, eine goldene Truhe? Die sind so quietschbunt. Also ihr habt blaue Truhen, ich habe gelbe Truhen und ihr habt dann nochmal so eine. Ah, da ist er. Die sind für Teile, was ihr braucht, um Anzüge, Waffen und so was alle zu verbessern. Die Anzüge haben diesmal keinen speziellen Effekt oder irgendwas dergleichen. Ja, wir gehen mal kurz hier hoch. So. Sind wir hier mal kurz rumgeschwungen. Jetzt kann ich euch mal ein bisschen was zeigen. So, das sind jetzt die Anzüge, die ich habe. Es sind eine Masse an Anzügen. Ich will halt nicht zu viel spoilern. So. Und jetzt sind die mit Miles. Und um die Anzüge machen zu können, ihr habt auch manche in verschiedenen Farben. Ja, wie jetzt hier den hier zum Beispiel, wenn wir jetzt da drauf gehen. Ja, da haben wir dann den klassischen. Dann halt hier so blau-rot gehalten. Also die Farben verdreht, hier schwarz-weiß. Und hier haben wir dann grün-gelb. Gibt halt nicht bei jedem Kostüm verschiedene Farben, aber bei einigen. Hier kennt ihr ja auch aus dem Film. Der sieht auch recht cool aus. Also gibt es einige schöne. Dann Anzugtechnologie. Das ist dann halt auf alle Anzüge. Ja, also die ist jetzt nicht mehr so, dass ein Anzug ein spezielles Feature hat, was die anderen nicht haben. Und man kann das bei anderen mit drin machen. Ja, dann haben wir Geräte. Kennt ihr auch noch vom letzten Teil. Braucht man aber viel Heldenmarken. Also ich habe jetzt ganz viele, weil ich halt die ganzen Mysterio-Dinger gemacht habe und mir fehlt noch ein Mysterio-Ding auf Gold. Das ist das erste, sonst habe ich alle Mysterio-Dinger auf Gold. Die waren noch besser zu machen als beim letzten Teil mit dem komischen Typen, wo wir da an die Kisten ran sind und dann irgendwie die Wachen machen mussten. Das hat mich genervt. Das war hier mit Mysterio, das war cooler gemacht, finde ich. Dann haben wir hier ja, das sind die Moves für Peter. Das sind die von Miles. Und wir haben hier auch diesmal Tag Team mit bei. Also Sachen, die wir halt einzelne verstärken. Hier Miles zum Beispiel. Und hier Peter. Ja, aber halt auch Sachen, damit sie halt gegenseitig. Wo haben wir denn hier was? Ja. So, hier sind denn die Fähigkeiten von Peter. Ich habe jetzt gerade Symbionten drin, kann man natürlich auch austauschen. Aber alles im allem sind halt nicht so viele von den Superfähigkeiten da. So, Missionen. Hier sind dann die ganzen Missionen. Sammlungen. Move-Liste. Ja, und. Ach, jetzt habe ich den genommen. Ich will einen anderen.
Oh, nehmen wir mal den schwarzen Symbionten und so. Ja, also ist auch die... Ich habe in diesem Spiel, und das ist mein voller Ernst, das beste Venom-Kostüm ever gesehen. Also hier haben sie das Kostüm, wenn es denn richtig Venom ist und nicht... Ich will nicht so viel spoilern. Wie denn sich verwandeln zu Venom... Oh. Ultra geil und es sieht wirklich mega fett aus. Auch hier. Spidey als Venom. Voll geil. Ja, und hier. Einfach so. Wir können ja mal so ein Verbrechen machen. Bevor wir dann zur Grafik gehen und zu den Grafikeinstellungen. Weil da war ich auch sehr erstaunt. Ich habe es hier auf meinem Monitor gespielt. Aber... Ich hab's halt auch. Bleibt drinnen! Ich lass nicht zu, dass euch was passiert. Auf meinem Fernseher gespielt. Mit VR, allem 120 FPS. Ich kann aber jetzt hier, während ich das aufnehme. Geht's allen gut? Geht zu eurer Sicherheit am besten alle direkt nach Hause. Danke, Spider-Man. So. So mal einen schönen Fleck aus, wo wir höher sind. Dass wir ein bisschen Überblick über die Stadt haben. Auch mit den Schatten und allen. Auch mit dem Licht. Es sieht wirklich richtig, richtig, richtig gut aus. Teilweise in den Zwischensequenzen, wenn du zu Mary Jane gehst oder wenn du die Sicht siehst, so in einer Videosequenz, der Mundwinkel so ein bisschen verschoben, kann sein, dass sie das jetzt mit einem Patch schon verbessert haben. Ich muss auch mal gucken, ob sie bei Miles das verbessert haben. Da ist... die haben die falsche Fahne in seinem Zimmer. Ja, und Easter Egg ist drin, Wakanda, wo Miles dann grüßt, aber nur Miles halt. Dann gibt es noch ein paar andere Easter Eggs. Ja, mit den Wolken ist schön, die Flugzeuge, seht ihr, richtig belebt. Weiter weg sind welche, hier vorne sind welche. Auch wenn wir hier runter gucken, seht ihr Fußgänger, da. Teilweise gucken sie hoch, weil sie uns sehen. Ah, na, da unten die Backen gerade so ein bisschen, die schweben. Seht ihr das? Auch Lichteffekte an Glas oder wenn ihr am Glas seid, also an einem verspiegelten Haus hängt, dass ich, nehmen wir mal das da zum Beispiel, dass sich das spiegelt. So, und hier seht ihr, manchmal wird ja einfach nur das, was da ist, einfach gespiegelt. Aber ihr seht Spider-Man, ja. Und da hinten das große Haus. So, und wenn wir jetzt hier gucken, da ist das große Haus. Da. Und dann noch zu den Grafikeinstellungen. Ja, so. Ich habe Wiedergabegetreue. Ja, das kann ruhig mal auf 30 FPS runtersinken. Das ist kein Problem. Stört mich nicht. VR unbegrenzt. Mein Monitor hat kein VR. 120 Hertz automatisch und HDR ein. Deswegen auch keine Kamera, weil ich mit hier aufnehme mit Avamedia. 4K 60 FPS. Ich hatte auch. Also, ich habe jetzt hier versucht. Mit 120 Hertz an, aus VRR in den verschiedenen Stufen gibt es unbegrenzt und begrenzt und Grafikmodus habe ich ein bisschen rumgespielt. Ja? Ich hatte in den besten Einstellungen
wo mir das vollkommen egal ist, wo ich gesagt habe, Leistung, hatte ich 120 FPS. Ich hatte aber, also bin ein bisschen rumgetont, hatte 120 FPS, war ich sehr erstaunt, mit VR, allem HDR und hast nicht gesehen. Ich habe aber auch auf Wiedergabe getreu, ja, und dann sinkt da von 120 auf 90 Hertz mal runter und geht wieder hoch. Damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also hier steht zwar 30 oder so, aber es ist nicht so. Also ich hatte ich bin dann eine ganze Weile durch die Stadt getunt, immer wieder mal raufgeguckt, auch wenn viel um mich rum war. Also bis auf 30 bin ich gar nicht runtergekommen. Das Niedrigste, also das Höchste war 120 und das Niedrigste waren so 59, 60 in dem Dreh. Also runter bin ich eigentlich nicht gekommen. Oder ich bin halt drunter gewesen und hab's halt mal nicht gesehen. Ja? Aber so war ich sehr begeistert. Und vor allen Dingen am Fernsehen, es sieht brachial geil aus. Mit den ganzen Lichteffekten, Schatten, Raytracing. Es ist einfach Bombe. Die Steuerung haben sie nochmal, vereinfacht. Also nicht vereinfacht, aber es läuft hier irgendwie flüssiger. Hat man das Gefühl. Das ist jetzt ein tolles Beispiel dafür, dass es flüssiger läuft. Ja. Ja, aber seht ihr hier? Zack, zack, zack. Und dann gehe ich hier hoch. Und hier ist dann so ein Windteil. Bläst uns natürlich ein Stück hoch. Hier haben wir dann nochmal eins. Ihr werdet, wenn ihr das Spiel spielt, eine Geschichte mit Tauben machen. Howard von Teil 1 ist auch wieder mit bei. Am Ende, ich war tot traurig. Oh Gott. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. So, hier haben wir dann noch neue dazu gekriegt, dass wir uns hier über die Landkarte schießen können. Wenn man hier ordentlich hochfliegt oder auf einem hohen Haus ist und dann weiter ein bisschen hochgetragen wird durch eine Böe, da kommt man schon ziemlich weit weg. Und zack. Selbst wenn ich nichts mache, ich zeige euch das nochmal. So. Ich gleite jetzt einfach mal und hier gegen die Hauswand. Na gut, das Big. So. Er bleibt gleich agil und läuft dann automatisch schon die Wand hoch. Aber wir können auch wieder abkürzen mit schnellen Lähmen. Zack. Also es ist wirklich sehr agil. Das Spiel vermittelt einen auch einen schnellen, flinken Einfluss. Aber ich hatte Probleme. Es gibt so viele verschiedene Sachen, Tricks und hast nicht gesehen. Ich hatte Probleme, die zu machen. Also nicht, dass ich sie machen muss, also dass ich daran halte, weil ich habe dann irgendwie Standardkampf gemacht. Irgendwie Viereck und dann halt die über ein Dach gekickt oder dann halt in der Luft, tak, tak, tak. Ich hatte dann selten die Spezialfähigkeiten benutzt, deswegen musste ich dann im letzten Augenblick noch zusehen, dass ich die dann überall benutze, dass ich dann nochmal die Trophäen dafür bekomme. Weil ich habe einfach normal gekämpft, ohne Superattacken. Nur mit der Technik, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, und guckt euch das an. Glaubt mir, es ist richtig geil, wenn ihr mit Spider-Man hier durch die Stadt schwingt, ab und zu so einen Luftkanal mitmacht oder einfach mal von A bis Z durch die Stadt durchschweben. Also fliegen. Da hinten, hier war irgendwo der Draft, weil hier, da ist die Freiheitsstatue.
Da geht's halt nicht hin, da drüben. Hier. Die Insel und die von der Freistatue könnt ihr noch erreichen. Wir können auch Wasser gleiten so ein bisschen und gehen aber dann unter. Aber wir haben auch ein paar Schiffe, dass wir dann hier rüberkommen. Die Brücken haben wir. Da hinten müsste Draft sein. Ich zeige euch das mal. Der Symbiont hat jemanden erwischt. Geht doch ziemlich schnell, Alet. So. Man kann schnell zwischen Netz springen und Flügel wieder zurück. Wieder zu Flügel. Und es macht unheimlich Spaß mit den Flügeln. So. Nee, da kommen wir denn doch nicht rüber. Ich dachte, wir waren. Wir kommen, glaube ich, nur bis hier. Mir war so aber, als wenn wir. Waren wir im Lauf der Story vielleicht bei der Freiheitsstatue? Das könnte möglich sein. Ja, das sind jetzt die anderen Stadtgebiete. Hier ist der Draft. Aber wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel. Von mir 10 von 10 Punkten. Definitiv. Also zwar hat mich das mit den Nebenmissionen da so ein bisschen abgefuckt. Aber das ist auch nur am Anfang, wo es dann halt so ein bisschen stört. Und dann halt... Mit dem Overlay, da habe ich mich dann eigentlich schnell dran gewöhnt gehabt. Aber trotzdem, finde ich, passt das nicht. Ja? Aber sonst, wirklich, wirklich, wirklich mega geil. Und ich kann es nicht erwarten, was Insomniac Games uns noch bietet. An Spin-Offs, an DLCs für Spider-Man. Und dann natürlich hoffe ich, dass sie auch ankündigen Spider-Man 3. Das ist jetzt, ja. Also die müssen, nach dem Ding müssen die jetzt noch einen dritten Teil machen. Das geht ja nicht anders. Also wirklich, wenn ihr ein schönes Spiel sucht, geht auch lange, wenn ihr alle Nebenmissionen macht, intensiv von der Story, dann holt euch Spider-Man. Definitiv. Absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung. Einige Kostüme kriegt ihr nur mit der großen Version von Spider-Man. Und einige waren, ich glaube, 3 oder 4 Kostüme waren für Vorbesteller. Aber sonst kriegt ihr eigentlich alle die, die ihr jetzt gerade so im Überblick bei mir so ein bisschen gesehen habt, sind fast alle für euch unmachbar. Ne? So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich würde dann mal mit meiner Lobhudelei dann beenden. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Guckt euch, ich werde euch auch in die Videobeschreibung oder am Ende irgendwo die Playliste von Spider-Man verlinken, ja, dann könnt ihr da mal Let's Plays drin gucken, nicht wundern, einige sind ziemlich lang, ich habe manchmal habe ich da so 6-7 Stunden am Stück gesuchtet, ich bin nicht weggekommen, ich wollte, da machst du die Mission noch und dann machst du Schluss für heute, morgen dann ein bisschen Nebenmission und dann wieder Hauptmission oder so,
Nee, dann, ach, dann hier noch was, da noch was gefunden und dann beim durch die Stadt schwingen, um da hinzukommen. Hier was gefunden, da was gefunden. Auch die Kiste machst du noch. Auch hier ist noch ein Verbrechen und dit und dit. Und zack, bumm, waren 3 Stunden weg. Na gut, dann machst du halt jetzt nur noch, gehst du nur noch da, die Hauptstory jetzt beenden, hast du ja soweit die Geschichte gerade fertig. Gehst du nur noch hin, quatsch mit Mary Jane oder was weiß ich, irgendwas. Ja, und dann auf dem Weg wieder. Kiste, Verbrechen, das Einsammeln, eine Nebenmission. Zack, bumm, schon wieder 2 Stunden weg. Das geht schneller, als man denkt. Und es ist einfach unfassbar geil. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wirklich weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.